Und noch ein Teil. Alles mit den wunderschönen Stempeln von Don Bibi und Craft Buddy mit wunderschönen Grüßen. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, vielen Dank und so weiter. Und große Eule, große Pfauenfeder, Schmetterlinge, Libellen und kleine Juwelen. So, jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie man damit embossen kann. Das heißt, ich habe einen der Stempel, den Schmetterling, schon auf den kleinen Acrylklotz gesetzt und nehme jetzt mein Versamark Stempelkisten. Das ist so, ganz klar. Naja gut, meins hat schon ein paar Pigmente drauf, ist schon älter. Damit, das ist aber eigentlich glasklar, das nennt man auch Wasserzeichen Stempelkissen. So, das benetze ich damit. Man macht es grundsätzlich so, dass man Stempel hinlegt, Stempelkissen abduft. So, dann streue ich darauf etwas. Ich lege das mal gerade runter. So, da streue ich gleich das Embossingpulver drauf. Moment, jetzt stempeln wir ihn erstmal ab. Gut andrücken wieder. Jetzt sieht man das fast gar nicht. Naja, es ist noch ein bisschen Farbe vom letzten Mal. Ich habe den nicht richtig gesäubert, aber ist ganz gut, dann kann man es jetzt gut sehen. Und dann sofort Embossingpulver. Ich habe jetzt hier einfach Goldenes genommen drüber. So, den Überschuss fangen wir gleich auf. So sieht das dann aus. Den Überschuss geben wir natürlich sofort wieder zurück in das Töpfchen. So, Töpfchen wieder zumachen. Und dann mit dem Heißklebeföhn. Das geht nicht mit einem normalen Föhn. Es muss ein Heißklebeföhn sein. Geht ja so nicht allzu nah, aber doch so relativ nah dran. Und dann werdet ihr sehen, wie sich auch die Farbe und die Konsistenz, das dauert so ein, zwei Minuten, ah, da fängt es an in der Ecke. Könnt ihr bestimmt sehen, wie sich das verändert. Von diesem pudrig matten zu einem glänzend schönen, goldigen Ton. Natürlich gibt es Embossingpulver in allen Farben, grob und fein. Dieses hier ist ein feines. So, damit können wir alle Details ganz genau sehen. So, der Föhn ist jetzt sehr heiß. Nicht dran gehen. Schön, ne? Und dann können wir, wenn wir wollen, den Schmetterling auch wieder ausmalen. Egal, ob mit Alkoholstiften oder mit Glitzerstiften. Ich nehme jetzt mal Glitzerstifte. Kann man einfach so drüber, denn das Emboste nimmt keine Farbe an. Das geht ganz einfach und wunderschön. So. Und nehmen wir mal, was habe ich denn hier? Das Pinkfarben. Könnt ihr anmalen, wie immer ihr wollt, natürlich. So. Die kleinen Fähnchen hinten auch. So. Ja, und dann könnt ihr natürlich mit den beiliegenden Glitzersteinen, und ich zeige sie euch nochmal, das alles noch verschönern. Zum Beispiel, ich nehme einfach mal diese lilanen hier. Und so ein Poketool, so ein kleines spitzes Ding, ist sehr, sehr sinnvoll. Damit kann man die Steinchen aufheben und in die Felder setzen. Ihr könnt es euch sicher vorstellen, ich kann jetzt immer weitermachen. Ich habe auch schon eins hier auf dem Finger. Setzen wir mal da rein. Und wieder eins auf dem Finger. Das sind natürlich die ganz winzig kleinen, die aber nachher so viel hermachen. Hm? Wunderschön, ne? So, das war das Embossing.